Hello, hello, hello zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin back in the game mit den Uni-Vlogs. Ich hoffe, ihr hattet schöne Semesterferien, wenn ihr denn welche hattet. Ich habe die Semesterferien ja auch eher zum Arbeiten genutzt und da habe ich mir einfach gedacht, ist das echt nicht mehr interessant, wenn ich es zum 10. Mal filme, wie ich zur Arbeit fahre. Und habe mich dann eher auf so ein bisschen informativere Videos konzentriert, Lerntipps und so weiter. Die werden natürlich weiterhin auch noch kommen, aber ich möchte einfach natürlich so einen ganz guten Ausgleich haben, weil ich weiß, wenn man abends chillt, möchte man nicht unbedingt immer ein informatives Video schauen, sondern einfach mal so ein bisschen sich berieseln lassen, Vlog schauen, und deswegen kommen natürlich jetzt auch wieder regelmäßig Vlogs. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wer ich überhaupt bin, wartet mal, ich muss mal gerade einmal das Fenster zumachen und hier so ein bisschen am Licht arbeiten. Es ist irgendwie nicht so rosig. Draußen ist es auch extrem wechselhaft. Falls ihr euch fragt, wer ich bin, falls ihr neu auf dem Kanal seid, ich bin Laura, ich bin 19, ich werde dieses Jahr 20, studiere Wirtschaftspsychologie im 2. Semester und es ist mein absolutes Traumstudium. Es macht mir so viel Spaß. Ich könnte mir aktuell zumindest, und ich hoffe, das bleibt auch so, nichts Besseres vorstellen. Genau, ich habe jetzt gleich meine erste Veranstaltung. Heute Morgen habe ich einfach so ein bisschen am Laptop was abgearbeitet, was jetzt nichts mit Uni zu tun hat. Ich habe Mails gemacht, weil die letzten Tage ja Feiertage waren und ich habe da echt einiges liegen lassen. Und ich möchte die Leute auch nicht immer warten lassen. Ich finde das unhöflich und ich hasse es, wenn ich zu spät auf Mails antworte. Und trotzdem passiert es mir immer wieder. Deswegen habe ich das heute Morgen erstmal als allererstes gemacht. Und habe dann eben Workout durchgezogen und eine Wechseldusche. Ich fühle mich jetzt ganz erfrischt und gut. Dazu kann ich euch übrigens demnächst mal mehr erzählen. Und jetzt ist meine erste Veranstaltung in Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Ich bin total gespannt. Ich kann mir darunter jetzt gerade noch nicht so viel vorstellen, aber we will see. Schauen. Ich bin mal gespannt. Ich kenne die Professorin auch eigentlich schon. Die hatte ich nämlich im letzten Semester schon in einem anderen Fach. Und ich bin mal gespannt, ob die das dieses Semester genauso machen wird wie letztes, ob wir eine Hausarbeit schreiben. Ich hoffe so sehr auf eine Hausarbeit, weil ich unbedingt eine Hausarbeit schreiben möchte. Ich bin echt Typ Hausarbeit und nicht Klausur. Deswegen drücke ich jetzt mal ganz fest die Daumen, dass das auch so klappen wird. Wo ist denn jetzt der Link? Ach, da. Nicht, dass ich hier mit der Kamera labere und das jeder mitkriegt. Wir starten wieder ein digitales Semester. Komplett digital geplant ist. Erste Veranstaltung ist durch, ich setze mal hier gerade die Brille ab. Es war richtig, richtig gut, Leute. Ich bin so begeistert. Also erstmal klingt das Modul mega, mega spannend. Also es geht, ähnlich wie ich schon gedacht hatte, sehr viel so um Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmittel, wie man das alles verbessern kann und so weiter. Also mega spannend. Und wir schreiben tatsächlich eine Hausarbeit. Yes, ich freue mich so richtig, richtig gut. Wir können die Hausarbeit sogar ein bisschen vorziehen, also sie nicht im Prüfungszeitraum schreiben, sondern sie jetzt wirklich, ich glaube, in 4, 5 Wochen schon anfangen, wenn wir wollen. Und das werde ich auf jeden Fall machen, weil dann nehme ich mir natürlich extrem Druck aus der Prüfungsphase raus. Wenn man da halt währenddessen noch eine Hausarbeit schreiben muss, ist es, glaube ich, jetzt nicht so gut. Generell hat sie da auch schon so ein bisschen angerissen, welche Themen das sein könnten. Wir werden auf jeden Fall das in Kombination mit einem Forschungsprojekt machen. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel unter anderem eine Website untersuchen auf Benutzerfreundlichkeit. Und dafür können wir uns dann so verschiedene Tools runterladen, mit denen man das untersuchen kann. Zum Beispiel, wo die Maus länger bleibt. Man kann den Bildschirm so ein bisschen überwachen. Man kann die Augen der Person, also wo die auf der Website hin und her gehen, tracken. Und oh, ich finde das so spannend. Also ich freue mich richtig. Ich bin gerade so richtig happy, dass das jetzt alles so gelaufen ist, weil ich wollte unbedingt die Hausarbeit schreiben. Ich hatte das aus den höheren Semestern schon mal gehört, dass die auch eine geschrieben haben. Und ja, freue ich mich mega drauf. So, für mich geht es jetzt auch erstmal los. Ich muss mich jetzt testen lassen, weil wir halt für die Arbeit jetzt immer einen aktuellen Test brauchen, alle 48 Stunden. Und weil die morgens leider um die Uhrzeit, wo ich da eigentlich hinfahren würde zur Arbeit, noch nicht aufhaben, muss ich das eben heute schon mal erledigen. Und ja, ich habe keine Lust. Ich habe leider halt auch schon mal echt sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht beim Arzt, der mir einfach das Stäbchen erst in die Nase, dann in den Mund, dann nochmal in die Nase, weil er sich vertan hatte, gepackt hat. Es war nicht nur ekelhaft, es war unglaublich unangenehm. Nichts gegen einen ganz normalen, gut ausgeführten Test. Aber wenn man einmal das so erlebt hat, hat man einfach nicht so die größte Lust, das zu machen. Aber gut, Gesundheit geht über alles und ist ja auch zum Schutz aller. Ja, und genau wo ich jetzt los möchte, ist natürlich draußen auf einmal Hagel, Schnee. Man kann es nicht genau definieren im April. Ich weiß auch nicht, eben schien auch die Sonne. Ja, wolltest du ja erst noch Papa fragen?
So Leute, ich bin obviously negativ. Wir standen einfach jetzt mal gerade eine Stunde in dieser Warteschleife. Ursprünglich hatte ich einen Termin gebucht, das sollte eigentlich nur 5 Minuten dauern. Dann kriegt man aber persönlich Bescheid mit so einem Zettel. Wir standen ewig da. Ich habe mich auch, also Mama, besser gesagt, hat sich in die falsche Schlange eingeordnet. Und deswegen musste ich halt auch komplett den Fragebogen nochmal neu ausfüllen. Also so kriegt man auf jeden Fall auch seinen Nachmittag. Bei mir gibt es jetzt erstmal einen kleinen Snack und zwar Maiswaffeln mit ein bisschen Quark, Zimt und Erdnussmus und Banane. Sowie ein paar Birnenstückchen auch mit Zimt. Über alles kommt Zimt und das möchte ich auch so, weil das sehr, sehr lecker ist. Danach habe ich mich wieder an meine Uni-Sachen gesetzt. In dem Fall habe ich gerade Englischaufgaben gelöst, denn wir haben in unserem Englischkurs eher ein Englischseminar. Jede Woche Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und die müssen wir bis zu einem gewissen Tag eingesendet haben. Das heißt, da habe ich mich direkt dann mal dran gesetzt. Hier seht ihr auch ungefähr vom Umfang, was ich da so gemacht habe noch an dem Nachmittag. Ich bin da so vorgegangen, dass ich halt als erstes die Aufgaben gemacht habe, damit ich die einfach schon mal abschicken kann. Und danach, um auch wirklich langfristig was davon zu haben, habe ich natürlich noch in meinem Vokabelheft, wie früher in der Schule, die Vokabeln aufgeschrieben, damit ich eben später auch dann noch einen Überblick darüber habe und die in den folgenden Tagen dann eben auch wiederholen kann. Als wohlverdiente Pause bin ich dann noch ein bisschen nach draußen gegangen. Ich mache ja immer jeden Tag einen kleinen oder auch großen Spaziergang an dem Tag. War aber auf jeden Fall das Licht unglaublich schön. Und dann habe ich mir noch Essen gemacht, ganz, ganz schnell. Einfach ein bisschen Rohkost, Möhren, Hummus, Paprika und dann noch so einen Wrap, den ich mit ein bisschen Exquiser, Fettlein bestrichen habe, Salat, Ei und Tomaten und Mais. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Nichts Besonderes, aber für den Uni-Alltag auf jeden Fall passend. Nach dem Essen habe ich mich dann tatsächlich nochmal an Uni-Sachen rangesetzt und zwar hatten einige Professoren eben schon die Unterlagen für die kommenden Vorlesungen hochgeladen und da ich dieses Semester einfach ein bisschen on top of it bleiben wollte, habe ich da schon mal mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen was durchgelesen und ihr seht, meine Motivation war dann eben spätabends auch nicht mehr da, weswegen ich dann auch irgendwann Schluss gemacht habe. Unitag 1 ist jetzt erstmal vorüber und geschafft. Wir haben jetzt kurz vor 12, deswegen muss ich ein bisschen leise reden, weil ich glaube, meine Familie schläft schon. Zumindest meine Eltern. Mein Bruder ist eh immer ewig wach. Auf jeden Fall muss ich jetzt die kommenden Tage mich noch mal ein bisschen anders strukturieren. Ich meine, heute hat mir eine Stunde gefehlt, einfach weil wir ewig in dieser Testschlange standen. Aber trotzdem möchte ich eigentlich mit meinen Aufgaben ein bisschen vorher fertig sein, beziehungsweise ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun und ich muss einfach gucken, dass es alles irgendwie in meinen Tag reinpasst. Aber ich muss jetzt echt wieder reinkommen. Ich merke das, dass ich total eingerostet bin, was das Lernen angeht und das hätte ich auch echt nicht gedacht. Also Ende der Prüfungsphase war ich irgendwie noch relativ fit und dachte mir, hey, ich kann jetzt irgendwie ganz normal durchziehen. Und jetzt merke ich gerade wieder, die grauen Zellen, die sind sowas von umrattern, die müssen jetzt erstmal wieder in Schwung kommen. Und dann wird das aber nach ein paar Tagen wieder alles komplett normal sein. Deswegen mache ich mir erst keine Sorgen. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal kurz fertig machen, Zähne putzen, lege mich ab ins Bett, denn ich muss morgen wieder früh raus. Aus dem Auto. Für mehr hat es heute leider nicht mehr gereicht. Beschränkung voraus. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit. Muss sagen, ich war heute Morgen einfach so müde. Ich bin auch viel zu spät aufgestanden, weil ich gestern Abend doch noch ein bisschen länger gemacht habe, als ich eigentlich gesagt hatte. Aber ich kann es einfach nicht liegen lassen. Wenn einmal was auf meiner Liste steht, dann muss es an dem Tag erledigt werden. Und ich hasse das, wenn es dann liegen bleibt. Und dementsprechend zahle ich heute so ein bisschen die Rechnung dafür, aber ich habe auf jeden Fall richtig kalt geduscht. Es tat richtig, richtig gut. Jetzt fühle ich mich frisch und ich habe jetzt auch richtig Bock zu arbeiten. Also ich melde mich dann später. Oh, Leute, ey. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich echt hundemüde. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also wir haben jetzt gleich 4 Uhr. Reicht jetzt mit Arbeiten. Ich habe heute ein bisschen länger gemacht, weil ich einfach an ein paar Sachen gearbeitet habe, die wichtig waren und die ich einfach beenden wollte. Und jetzt fühle ich mich einfach so platt. Ich würde am liebsten schlafen, aber ich bin so ein Mensch, ich kann einfach nachmittags nicht schlafen. Vor allem so viele super erfolgreiche Menschen machen halt nachmittags über einen Powernap und es soll einem wirklich Power geben. Man darf es halt nicht zu lange machen, immer nur so 20, 30 Minuten, weil man sonst halt zu müde ist. Aber selbst diese 20, 30 Minuten kriege ich nicht hin. Ich liege dann da im Dunkeln, also beim Hellen kann ich sowieso schon mal gar nicht schlafen. Auch nachts muss ich wirklich alle
Lichtquellen komplett ausschalten. Ich kann die Jalousien nicht offen haben, wenn der Mond dort ist. Also ich kann bei der geringsten Helligkeit schon nicht mehr schlafen. Was wollte ich jetzt sagen? Und dann liege ich dann nachmittags wirklich einfach nur eine Viertelstunde einfach so regungslos im Bett, versuche einzuschlafen, es passiert nichts und danach denke ich mir, okay, ich gebe es auf, ich gebe es auf, ich setze mich zurück an den Schreibtisch. Und so läuft das jedes Mal seit Jahren. Ich habe es oft schon probiert, es klappt einfach nicht und deswegen hat es keinen Sinn. Ich versuche jetzt trotzdem gerade 5 Minuten einmal ganz kurz runterzukommen und dann mache ich mir meinen Power-Kakao. Dann gehe ich, glaube ich, eine Runde raus. Frische Luft tut eigentlich immer ganz gut und dann geht es weiter mit Uni-Stuff. Mein Donnerstag ist dann mit meiner ersten Veranstaltung in Persönlichkeitspsychologie gestartet. Die habe ich mir auf jeden Fall angeschaut. Danach hatte ich dann ein bisschen Zeit übrig, weil wir früher Schluss gemacht haben und habe dann noch mein Video geschnitten. Ihr seht mich da gerade fleißig am Cutten, denn das Video sollte noch am selben Tag online gehen. Ich habe euch hier auch mal einen kleinen Einblick gegeben, wie ich das immer mache. Ich habe nämlich versucht, in letzter Zeit so ein bisschen an meinem Ton zu arbeiten und da bin ich eben gerade dabei, das so ein bisschen zu variieren. Danach hatte ich dann ein Seminar in Wirtschaftsenglisch. Dafür hatte ich ja auch an den vorherigen Tagen ja schon ein paar Aufgaben erledigt und am Donnerstag machen wir dann immer ein Seminar, wo wir die Aufgaben besprechen und oft auch in Zoom-Breakout-Rooms entlassen werden, um da einfach so ein bisschen Englisch zu sprechen. Danach habe ich dann ein Workout gemacht. Ich fange da in letzter Zeit immer an mit ein bisschen Hula-Hoop. Ihr seht mich da auch ein bisschen am Dancen. Und dann habe ich noch ein Workout von der Growing Ananas gemacht. Ihr seht, ich hatte auf jeden Fall echt gute Laune an dem Tag. So Leute, ich melde mich jetzt auch mal wieder persönlich, fühle mich jetzt endlich wieder fresh. Ich habe die letzten Tage nämlich versucht, meine Haare so ein bisschen in Ruhe zu lassen, nicht zu waschen. Und es ist auch alles eine schöne Sache, aber ich fühle mich da echt sehr schnell sehr nasty. Das Ganze wurde eben auch nicht verbessert dadurch, dass ich gestern Abend wirklich mit Klamotten eingeschlafen bin. Übrigens, kurzer Zwischenfakt, ich benutze hier gerade mal diese Creme von Hello Body. Keine Werbung, obviously. Weil jeder hatet ja immer diese Cremes, so generell alle Produkte von Hello Body so extrem, weil die ja wirklich von jedem oder zumindest eine Zeit lang von wirklich jedem beworben wurden. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde die wirklich gut. Das ist zum Beispiel was ich nie gedacht hätte. Also es war in so einem Paket mal mit drin, so ein paar Produkte von denen. Und ich bin jetzt einfach komplett geschockt, weil die Sachen wirklich extrem nach Kokos riechen und wirklich sehr, sehr gut riechen. Und das hätte ich einfach nicht gedacht. Also ich dachte, das wäre wirklich komplette Schwachsinnsprodukte und dem ist nicht so. Was ich eigentlich sagen wollte, ich bin gestern mit Klamotten eingeschlafen. Es war auch allgemein nicht mein bester Abend, sagen wir es mal so. Ich hatte ja, glaube ich, gestern im Intro morgen schon erzählt, dass es mir nicht so gut ging, beziehungsweise dass ich sehr, sehr müde war, weil ich dann die Nacht davor wirklich fast gar nicht geschlafen hatte. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt während des Tages, aber vor allen Dingen dann am Abend. Ich hatte dann noch meinen Kurs gegeben und danach habe ich dann sofort gemerkt, also wirklich in der Minute, wo ich das ausgemacht habe, dass es mir echt, echt nicht gut ging. Also ich hatte irgendwie so komplett so ein schummriges Gefühl. Ich war extrem müde, meine Augen haben extrem wehgetan und ich habe mich dann ganz kurz ins Bett gelegt und wollte mich nur kurz ausruhen. Und aus diesem Kurzausruhen wurde dann halt die ganze Nacht. Also ich habe geschlafen wie ein Baby, bin heute Morgen dann wach geworden. Bin so froh, dass meine Mama mich noch geweckt hat für meine Vorlesung. Die war nämlich super früh. Aber das tat einfach richtig, richtig gut und heute fühle ich mich wieder fresh. Das Eigentliche, was aber da eher so das Problem für mich ist, waren einfach so meine Gedanken, die ich währenddessen hatte, dass ich einfach nicht locker lassen konnte. Also ich konnte nicht vernünftig schlafen, ohne dass ich ständig im Kopf hatte, eigentlich wolltest du ja das noch machen, eigentlich wolltest du das noch machen und eigentlich dies und eigentlich das. Und das sind einfach so Gedanken, die ich ständig habe. Und ich will das einfach mal ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass viele immer denken, dass ich ja so krass stolz auf mich sein muss, weil ich immer gute Noten habe, weil es immer auch irgendwie läuft, weil ich mich immer zu allem aufraffen kann und so weiter. Aber das Ding ist halt, das Gegenteil ist der Fall, sondern ich habe das Gefühl, dass ich nie irgendwie richtig genug bekomme und dass ich selbst einfach mein größter Kritiker bin. Das heißt, wenn ich da mal eine 1,0 in einer Klausur habe, dann freue ich mich da ein paar Minuten drüber und dann kommt direkt das nächste, wo ich dann auch wieder gute Leistung haben möchte. Und das bezieht sich halt nicht nur auf mein Studium, sondern auch auf den Job. Das bezieht sich
sogar auf sportliche Leistungen zum Teil. Wenn ich da mal einen Fortschritt gemacht habe, möchte ich gleich wieder das nächste und es geht mir auch nie schnell genug und ich habe das Gefühl, manchmal bin ich in so einer Endlosspirale drin und ich finde einfach dadurch nie wirklich ein Ende. Also sowohl am Tag nicht, sowohl in der Woche nicht. Ich finde nie ein Ende, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe nicht genug gemacht. Und ich habe da gestern Abend dann, kurz bevor ich eben eingeschlafen bin, weil ich natürlich trotzdem im Bett auch noch den Laptop offen hatte, noch einen Spruch gesehen habe. Und zwar, your best is enough. Und das war so der Spruch, der mich dann letztendlich auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich kenne es für heute, ich gehe jetzt einfach schlafen. Ich brauche das einfach, ich kann auch einfach nicht mehr. Und ich bin dann schlafen gegangen und wie gesagt, es war die beste Entscheidung. Und das ist einfach etwas, wo ich wirklich dran arbeiten möchte. Wenn ich mein Bestes gebe, dann ist das auch wirklich genug, weil ich kann ja nicht mehr geben. Und ich hatte das Gefühl, im ersten Semester habe ich so diese Balance ganz gut gefunden und ich möchte da jetzt einfach auch wieder reinfinden. Ich glaube, das ist normal, dass es so die ersten Tage im neuen Semester einfach mal wieder so über einen überkommt, dass man so in alte Gewohnheiten fällt. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr journalen. Ich möchte mir wieder feste Zeiten setzen, wann der Laptop auch wirklich auskommt, wann Schluss mit Arbeit ist und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie dann auch hinbekomme. Fakt ist jedenfalls, und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben, im Nachhinein sind das wirklich immer Momente, die man sich wirklich hätte ersparen können. Ich wollte zum Beispiel gestern Abend unbedingt noch ein paar Aufgaben machen für ein bestimmtes Modul. Ich wollte noch Videos schneiden und dachte mir, wenn mein Stundenplan ganz normal ausfällt, dann habe ich da heute einfach keine Zeit mehr für. Das schaffe ich einfach nicht rechtzeitig alles. Und dann hat ein Prof heute Morgen einfach ein bisschen früher Schluss gemacht und dann hatte ich einfach einen kleinen Timeslot noch übrig zwischen diesen zwei Vorlesungen und schon habe ich halt alles erledigt und sogar noch Dinge darüber hinaus. Und das zeigt einfach, dass gestern Abend diese Sorgen, die ich hatte, dass das einfach alles nicht genug war, einfach komplett unbegründet waren. Und so ist es wirklich in 99% aller Fällen. Da muss ich mir echt an die eigene Nase packen, aber vielleicht haben einige von euch auch das Problem. Denkt da einfach mal drüber nach, es ist meistens wirklich komplett unbegründet. Es ist gerade ein Paket für mich angekommen. Ich hatte gehofft, dass es was anderes wäre, aber es war jetzt nur mein Englischbuch. Und ich habe mich ehrlich gesagt beim Auspacken schon gewundert, warum das eigentlich nur so klein und so dünn ist. Weil ganz ehrlich, als ob eine Professorin oder ein Professor einen dazu bittet, so ein kleines, dünnes Buch zu bestellen. So, hä? Keine Ahnung. Habe jetzt erstmal das gecheckt und es sieht halt genau aus wie das, was sie halt in den Folien gezeigt hat, was wir halt bestellen sollen. Und es ist trotzdem das Falsche. Es ist trotzdem das Falsche. Ich habe jetzt einfach 2 Wochen auf dieses Buch gewartet und es ist wieder das Falsche. Ich überlege, ob es jetzt überhaupt noch Sinn macht, sich das Ding zu bestellen. Wahrscheinlich schon, aber auch das kann ich jetzt gleich erstmal wieder zur Post bringen, ey. Ich muss mich jetzt früher aber, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich das mit der Post heute noch schaffen werde, kurz um eine andere Sache noch kümmern. Und zwar ist in 2 Wochen bei uns eine Jobmesse, die organisieren wir mit She Does Future mit. Also bei She Does Future geht es ja auch zum großen Teil um Berufsorientierung. Und wir helfen eben mit, auch bei der Mitgestaltung von anderen Messen. Und ich darf dieses Mal auch einen Vortrag halten. Und zwar zum Thema Vision Board Erstellung. Und da möchte ich mir einfach mal gerade kurz Gedanken machen, das erstmal planen, weil das ist wie gesagt schon in 2 Wochen. Und ich möchte den Leuten natürlich, die dann da auch zuhören, natürlich auch irgendwie einen gewissen Mehrwert bieten und nicht einfach nur irgendeinen Kram erzählen, der die überhaupt nicht weiterbringt. Deswegen mache ich mir da jetzt erstmal gerade ganz kurz ein paar Notizen erstmal schon mal fertig, den genauen Ablauf, weil das wird, glaube ich, ein Vortrag über eine halbe Stunde, 45 Minuten sein. Muss ja nochmal genauer alles aufschreiben, aber ich will jetzt erstmal schon mal einen groben Plan machen. Geplant habe ich erstmal, dass man vielleicht auch innerhalb dieser Stunde ein richtiges Vision Board erstellt. Ich kann euch mal ganz kurz meins zeigen. Ich auch immer hier vor meinem Schreibtisch und das habe ich ja Anfang des Jahres gemacht. Ich habe da auch ja ein Video zugedreht und da habe ich halt einfach alle das aufgeklebt, was ich so visualisieren möchte, Fitness, Mindset, YouTube, Instagram, gute Noten in der Schule, im Studium und so weiter. Einfach so ein generelles Motivationsboard. Also wenn euch das näher interessiert, könnt ihr auf jeden Fall mal das Video anschauen. Und damals habe ich das ja wirklich ausgeschnitten und aufgeklebt von Magazinen bzw. habe mir Dinge ausgedruckt. Und jetzt habe ich gedacht, können wir ja auch beides anbieten, dass man vielleicht auch noch ein digitales Vision Board macht mit Canva. Da kann man ja auch super viel noch einstellen. Ich liebe ja Canva generell, super coole Collagen machen und das geht vielleicht dann auch ein bisschen schneller, als wenn die Leute dann halt währenddessen erst noch Dinge ausdrucken müssen. Aber muss ich mir nochmal nähere Gedanken zu machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ganz kurz den Ablauf planen.
Danach habe ich dann weiter mit meinem Unikram gemacht und anders als in den anderen Tagen hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass ich vorwärts komme, dass ich wirklich was schaffe. Ich habe mich produktiv gefühlt, ich habe mich gut gefühlt und so sollte man sich auf jeden Fall auch fühlen, wenn man etwas für die Uni oder für die Schule erledigt. Sich nicht durchquälen. Klar, an manchen Tagen geht es nicht anders, aber man sollte sich seine Zeiten einfach immer so einteilen, dass es für einen selber eben auch passt und nur dann, glaube ich, hat man auch wirklich Erfolg mit dem, was man tut. So, that's it for me. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden weitermachen, das weiß ich ganz genau, aber ich mache jetzt einfach wirklich Schluss. Ich mache jetzt Ende. Ende Gelände. Weil ich habe heute wirklich viel geschafft. Ich habe viel für die Uni gemacht, ich habe viel für Arbeit gemacht, ich habe Videos geschnitten, ich habe Dinge weggebracht, ich war sogar noch einkaufen. Also ja, es war ein langer Tag und ich kann da jetzt einfach mal stolz drauf sein. Ich muss morgen auch wieder früh raus, deswegen möchte ich mir jetzt einfach eine kleine Pause gönnen. Ich werde mir jetzt was Leckeres kochen und dann schaue ich ein bisschen GNTM.